Eine Turmspitzenhöhe von knapp 57 Metern, ein 50 Meter langer Ausleger mit einer Traglast an der Spitze von 5,5 Tonnen und eine Hakenhöhe von maximal 94,5 Metern. Das sind die stattlichen Ausmaße des Großkrans, der am Dienstag für den Neubau der Sparkasse Pforzheim-Kalf aufgestellt worden ist. So ein Riesenteil haben die Pforzheimer lange nicht gesehen. Doch um diesen Kran aufzustellen, war zuvor ein mobiler Autokran nötig. Der Ausleger ist bis zu 44 Meter breit, der SGK 400 hat bis zu 15,5 Tonnen Hebegewicht. Der Sechsachser sieht beeindruckend aus. Um seine maximale Traglast von 28 Tonnen sicher zu bewerkstelligen, benötigt der Großkran WT-335L ein 160-Tonnen-Fundament. Die Größe ist notwendig, da wir die Decken als Fertigteile hier anliefern lassen. Das ist also eigentlich der Bauzeit geschuldet und der Technik, die wir hier verwenden. Die Fertigteildecken haben schon die ganze Technik integriert. Heizen, Kühlen, Lüftung, Elektroinstallation. Das kommt hier vorkonfektioniert auf die Baustelle. Und die Fertigteile wiegen dann bis zu 8,5 Tonnen. Und das muss eben dieser Kran bewältigen. Bis der Großkran stand, brauchte es natürlich Zeit. Um 7.30 Uhr sind die ersten Tieflader an die Poststraße angerollt und brachten die Einzelteile. Dann wurde der Turm des Kranes nach und nach erweitert. Aufgrund der engen Bauverhältnisse an der Poststraße war eine 4 Monate lange Planungszeit nötig. Da steckt relativ viel Arbeit drin, also von der Statik des Mobilkrans auf den Verbau, auf die Bestandsgebäude. Das ist alles ausgezirkelt, dass damit auch die Bäume hier noch stehen bleiben können. Und da steckt natürlich viel Überlegung und Arbeit drin durch alle Fachdisziplinen. Und da ist das Aufbauen jetzt eigentlich nur noch Routine. Ja. Nun steht der Großkran und der Neubau der Sparkasse Pforzheim-Kalf kann beginnen. Viele Passanten reckten die Hälse nach oben. Das Interesse an den Arbeiten rund um die Sparkasse ist enorm.